einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Zu unserer Genussspur, die heute zur Energie Steiermark führt. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und Ihnen natürlich auch. Wir dürfen Sie willkommen heißen in Ihrem Haus als Gastgeber, als Sponsor, als großer Förderer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so doll begleitet haben in diesem Projekt, das uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Claudia und mir, wir sind noch enger zusammengewachsen. Ja. Und wir haben wunderbare Geschichten mitgebracht. Ja. Und Ihr Buch ist ein wunderbarer Beitrag für diese Gesamtambiente, was Sie für die Steiermark und für das Land tun. Herzlichen Dank und die herzlichen Grüße des steirischen Landeshauptmanns, der Landeshauptmann aller Steirer, Hermann Schützenhöfer. Danke. Für viele, die mich da kennen, wissen, dass das Thema Genuss nicht spurlos an mir vorübergeht. Und zwar nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über. Und seitdem ich halt hier in der Energie Steiermark tätig bin, wir bemühen uns sehr, die Kontakte zur Weinwirtschaft, zu den Bauern, zu den regionalen Vermarktern herzustellen. Und es war für uns eigentlich selbstverständlich, wie die Idee aufgekommen ist, unser tolles Elektroauto, nämlich den BMW i3, auch zur Verfügung zu stellen. Und dass Sie beide hier gemeinsam mit der Fotografin durch die Steiermark reisen und die schönsten Flecken, die berühmtesten kulinarischen Hotspots wirklich in dieses Buch zu bringen. Und ich bin gespannt, ich habe das Buch noch nicht durchgelesen, wie viele davon ich nicht kennen werde. Ich hoffe auf einige, die ich da noch neu entdecken werde. Und ein bisschen spannend wird es auch, weil es gibt ja so eine Steirer-Krimi-Vergangenheit auch hier rechts. Das ist keine Vergangenheit. Oder zu. Nein, Vergangenheit. Eine Steirer-Krimi. Eine Connection natürlich. Und da bin ich schon sehr gespannt auf dieses Buch. Unser i3 ist auch immer sehr werbemäßig gut platziert in der Innenstadt gestanden. Sehr gut war das. Und deswegen sind wir rundherum glücklich heute. Wir als Unternehmen und aber dir, glaube ich, als Chef dieses Unternehmens, danke auch für alle, die das mitgetragen haben, die mitgearbeitet haben. Und jetzt darf ich das Wort an wen auch immer weitergeben. Dankeschön. Dankeschön. So viel gesagt, das kennt, glaube ich, jeder. Das müssen wir uns so vorstellen. Gelernte Gastronomin aus Graz, viele, viele Jahre, Jahrzehnte kann ich sagen, in der Gastronomie tätig und habe jetzt eine Riesenfreude mit meiner Agentur für Genuss. Belange. Ich darf beraten, ich darf auch Schüler in eine Sommelier-Zukunft führen und viele, viele Tipps weitergeben. Und das schönste Projekt im letzten Jahr war definitiv unser Genussspur Steiermark Projekt, unser Buch. Nicht nur das Netzwerk, die vielen bekannten Adressen, die man hat, die man kennt, sind da eingeflossen, sondern natürlich habe ich gemerkt, wie viele Freundschaften auch in den ganzen vielen Jahren entstanden sind, zu Betrieben, zu Produzenten und die dann auch wirklich präsentieren zu dürfen. Das hat riesig viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht kurz dazu, wie kam es eigentlich zu diesem Projekt, weil Sie haben es ja schon gehört, ich bin ja eigentlich mehr für kriminelle Literatur bekannt, für Steirer-Krimis. Insofern ist natürlich mein Name ganz stark mit der Steiermark verbunden und so ist es, war es kein Wunder, dass mich mein Verleger vor über 2 Jahren gefragt hat, ob ich denn nicht ein Steiermark-Kochbuch schreiben möchte. Da habe ich gesagt, nein, ich schreibe sicher kein Steiermark-Kochbuch. Was soll ich schreiben? Sandra Mohrs beste Rezepte. Das habe ich jetzt nicht so wahnsinnig lustig, also halt eigentlich so originell, weil das gibt es ja auch schon. Also es gibt einige Kollegen, die Kochbücher schreiben. Und abgesehen davon war mir die Steiermark auch viel zu vielfältig. Ich wollte unbedingt den Wein dazu holen, ich wollte unbedingt die Gastronomie reinholen, die ganzen Lebensmittelhandwerker, die Produktveredler und vor allen Dingen wollte ich meine liebe Freundin Sabine als Expertin dazu holen, weil das natürlich ein ganz anderes Gesicht hat und ein ganz anderes Fundament hat und eine Basis hat, als wenn ich jetzt auch noch Kochbücher schreibe. Ne? Also das wäre dann die... Ja, so wäre es gewesen, hätte ich sie nicht dazu geholt und ich bin sehr froh, dass ich sie dazu geholt habe. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, nicht nur über den Wein. Sabine ist ja auch die Präsidentin des Steinschutz- und Lehrvereins. Und ich denke, es ist ein wunderschönes Buch geworden. Nicht zuletzt auch dank unserer Fotografin, Lucia Nowak, die wir ins kalte Wasser geschmissen haben. Weil es ist natürlich, wir waren ein Jahr lang unterwegs, 4 Saisonen, und da ist es natürlich, ja,
irgendwas mussten wir bezahlen. Herzlichen Dank dafür. Wir haben nichts bekommen, weil wir sind ja die Autorinnen. Ich hoffe, wir verkaufen dann das Buch gut. Und sie hat ganz, ganz tolle Fotos gemacht. Und es ist ja nicht so einfach. Ne? Man muss ja Menschen fotografieren können und zwei alte Schachteln, das ist gar nicht so einfach. Speisen und natürlich auch die Landschaften einfangen, und das ist gar nicht so einfach, und das hat sie ganz toll gemacht, und das ist ein super schönes Buch. Danke Luzi dafür noch einmal. Danke, dass ihr dabei sein durftet. Hat riesen Spaß gemacht, und gerade wenn man so auf die Speisen ein bisschen eingeht, das sind Rezepte drinnen, die ich natürlich schon sehr lange kenne, sehr lange auch praktiziert habe, die auch bei Gästen sehr, sehr gut angekommen sind, schon starke Zeiten. Oder auch Mamas Apfelstrudel ist drinnen, den ich zu 100-fach auch im Starkenhaus verkauft habe und einfach köstlich angekommen ist immer. Ich konnte endlich meinem Papa des Faschings ein Krapfenrezept entlocken. Das Buch war jetzt der Anlass, dass er endlich damit rausgerückt ist. Aber auch sonst vieles, und auch die Idee dahinter war natürlich auch, die Rezepte so zu schreiben, dass man sie daheim ganz unkompliziert kochen kann. Es ist ein ganz normaler Herd und ein Mixer, fühle mir aber gar nicht notwendig meistens. Zwei oder vier Messer. Vier oder sechs Hände meistens sogar. Leg schnell die Kamera weg, bitte hilf denn mit. Und so hat es dann in der Küche. Aber es ist wirklich total praktikabel, ohne großen Aufwand, ohne große moderne Geräte. Nachkochbar, und wir haben auch schon eine Resonanz gehört, dass das wirklich auch wunderbar gelingt, der köstlich nachgekocht probiert wurde. Und weil da vorne Rosbacher draufsteht, sind natürlich auch Steirer Krimis drinnen, kürzest Krimis, ganz kürzest Krimis. Das muss sein, das erwarten meine Leser, und ich denke mal, das ist auch nochmal etwas ganz Besonderes. Das sind so kulinarisch in jeder Region. Wir haben übrigens die Regionen des Tourismusverbandes weitestgehend verwendet. Oben im Gesäuse, also Gesäuse Schladming mit Dachstein und aus Seerland haben wir zusammengefasst in alpine Steiermark, schon deshalb, weil der Genuss halt die Produkte weiter südlich liegen. Es wächst halt einfach mehr bei uns. Ne? Aber wir haben sie natürlich nicht stiefmütterlich oder väterlich behandelt. Also es kommt sehr wohl alles vor, und auch dort haben wir tolle Betriebe gefunden und besucht. Und Rezepte von Leitbetrieben drinnen auch. Und Weinempfehlung natürlich und ein buntes Potpourri, und ich glaube, mehr muss man schon gar nicht. Und das Genussmobil war überall mit dabei. Das war sowieso, ja, und das war gar nicht immer so einfach, dass es überall mit dabei war. Ja, in der Obersteiermark ist es ein bisschen schwierig mit den Steckdosen nämlich. Also mit Schnellladestationen. Ja, mit Schnellladestationen. Gell? Also, da muss man schon sehr genau vorplanen, und man sieht es dann zwar am App, wo es etwas gibt zum Nachladen, aber gerade im Söckdal oben ist es uns passiert, dass zwar die Ladestation wäre frei gewesen, aber es waren ungefähr 10 Meter Schneehaufen davor. Es war nicht wirklich die Schnee gekommen. Ja, war spannend. Aber gut, wir haben noch aus der Kritik. Küche. Da können Sie nichts dafür, wenn Sie den Schneehaufen... Nein, das wäre nicht mehr gegangen, der war fest betoniert. Ja. Das war ja dieser schneereiche Winter, also wir haben sehr viel Schnee gesehen während unserer Genusstouren. Es ist schon einmal ein Kabel aus dem zweiten Stock herausgekommen, aus einer Küche, gell, dass wir wieder weiterfahren haben können. Also beim Saustall, alles schon. Und die Ecke vom Saustall, ja, alles ist alles da gewesen. Alles dabei. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das Fahren. Also bist eigentlich immer du damit unterwegs. Ich spreche deinen Namen. Es ist sehr lustig zum Fahren, auch das Auto. Also wer noch nie ein E-Mobil gefahren hat, gerne mal ausprobieren. Das macht wirklich Spaß. Ja. Mit mir auch, und ich habe selber sowieso eins. Ja, das ist eh klar, muss es sein. Ja, sicher, muss sein. Ja, wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, wie spät haben wir es denn? Wir lassen dann nämlich jetzt dann die Gäste ein, weil um 17.30 Uhr fängt dann die allgemeine Präsentation an. Sollte noch irgendetwas an Fragen offen sein, das Sie stellen möchten, bitte gerne. Gerne, auch wenn Sie hier bleiben, persönlich, unter vier Augen. Ich glaube, von der Presse haben alle schon ein Belegexemplar bekommen, oder? Du hast das bekommen, oder? Ja. Ja. Du hast auch eins, Oliver? Ihr habt auch eines? Ich habe zur Zeit eines. Ja, ihr könnt euch noch eines nehmen dahinter, bitte. Dankeschön. Ich bin ein bisschen knausrig, weil wir nicht wissen, wie viele Bücher da heute weggehen, und aber gerne noch eines nehmen. Dankeschön. Es liegt heute auch eine Presseinformation, wenn Sie irgendwie die wichtigsten Facts nachlesen möchten. Wir werden auch morgen was aussenden noch einmal. Und ja, das war's. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen da und hören sich dann die größere Geschichte mit inklusive Leseproben an. Danke vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke.
Jetzt ganz natürlich. Schön gerade schauen alle, danke. Lachen. Super. Schön. Perfekt. Haben wir es? Ja, was? Wunderbar. Okay, danke. Danke schön. Mir geht's gut. Ja, passt.